Mahlzeit, Leute. Herzlich willkommen zurück zu Phoenix Point. Ein weiterer Pandora-Bau ist zerstört hier in Südamerika. Wir haben es geschafft mit unserem Trupp. Auch wenn Harfo ein bisschen länger gebraucht hat, um hier rauszukommen. Aber es war dann am Ende des Tages doch erfolgreich. So, damit keine aktuellen Bauten von Pandora offen. Die Forschung... Die hatte ich doch reingeklickt. Na gut, egal. War eher auf Platz 2, aber ich war mir sicher, naja. Reden wir nicht drüber. Außerdem... Egal. Nach und nach kommt alles. Ich verstehe es teilweise nicht mehr. Gut, was wollen wir machen? Wir beginnen mit den Stufenaufstiegen. Neo Rising hat sich einen Stufenaufstieg verdient. Damit gibt es jetzt die schnelle Nutzung. Und den Rest packen wir, denke ich, hier rein. Einmal Geschwindigkeit, zweimal Willenskraft. Und auch Atarot hat eine Beförderung verdient. Und das ist der extreme Fokus. Das hatte ich überhaupt nicht mal auf dem Schirm in der letzten Folge, dass das ja tatsächlich ein Perk ist. Und ich hatte mich gewundert, warum er so viel Aktionspunkte braucht, um einen Overwatch zu machen. Jetzt ist das Ganze entsprechend reduziert. Und auch hier geben wir noch einmal, zweimal, dreimal. Gut, dann schicken wir... Chile. Oh, ist hier, warte mal, Chile ist was kaputt. Die Trainingseinrichtung ist kaputt. Die reparieren wir, denn dort können wir sie dann eigentlich parken. Dann können sie dort ein bisschen leveln. Aber bis das repariert ist, schicken wir sie zum Lebenkristallsteinbruch. Da können sie dafür sorgen, dass da schneller abgeerntet wird. Und das andere Fluggerät, wenn ich es denn anklicken kann, hier, fliegt nach Feuerland. Okay, hier warten wir noch. Oh, was haben wir hier? Ach, stimmt, die. Ja, die bringen wir hier hin, nach Mittelamerika. Dann haben wir alle so ein bisschen verteilt und können hoffentlich eingreifen, wenn es nötig ist. Denn, ja, was haben wir denn sonst noch offen? Die fliegen nach Nzaku, um neu verteilt zu werden. Diese beiden Angriffe hier sind Synetrion-Angriffe. Das sollte New Jericho selbst schaffen. Aber hier müssen wir dann hin, statt auf dem Hügel. Das ist das hier. Und Synetrions Mondrampe, das ist im Endeffekt ja nur eine Information. Da kann ich eh nichts dran ändern. Gut. Im Krieg. Feindlich. Okay. Lassen wir laufen. Das ist die Zurückeroberung. Und auch hier wieder das Wappen von New Jericho. Also entweder ist mir das im bisherigen Spielverlauf nie aufgefallen. Ich verstehe nicht, was es da zu suchen hat. Ja? Wir haben das Mutanfeld damals von den Uralten erobert. Also das gehörte den Uralten. Und abgenommen hat es uns jetzt Pandora. Was das New Jericho-Wappen in diesem Kontext zu suchen hat, weiß ich nicht. Aber vermutlich war das schon immer da und mir ist es nur nie aufgefallen. Wir spielen die Mission, haben den Achtertrupp und boah, den gehen wir jetzt mal gemeinsam durch. Wir haben Sandrina. Ha, passender Perk. Psychoabteilung. Nehmen wir. Hat sie sich verdient. Ibis. Bin mit Ibis eigentlich zufrieden, auch ohne zweite Klasse. Finde ich soweit ganz gut. Den Explosionsschuss brauchen wir auch nicht. Wir pushen ihn hier weiter. Wir geben ihm zweimal Willenskraft. Mit der kostenlosen oder mit der munitionslosen Variante hier plus Kriegsschrei. Ich bin zufrieden. Wir haben hier, warte mal, was eventuell, und das ist eine Biotech-Rüstung, ne? Naja, machen wir weiter. Crossmayan. Hier sieht es ähnlich aus. Angebrachte Waffenkenntnisse. Das wäre natürlich, spricht natürlich wieder für eine Sturmsoldat-Brecher-Kombination.
Dann müssten wir aber noch ein bisschen warten, bis wir ihm hier für 50 die Brecherklasse freischalten. Genauigkeitsbonus wird hier hinten dann natürlich schon für eine Hell 2 Kanone oder so sprechen. Warum er zweimal Munition dabei hat, weiß ich nicht. Das können wir ihm, denke ich, abnehmen. Bauen hier mal den psychischen Widerstand rein. Warum nicht? Und Simon, auch hier, keine Ahnung, was war denn hier los? Wieso haben die denn so viel Munition dabei? Hier machen wir punktemäßig auch nichts, aber dem setzen wir mal das Modul hier rein. Falkos! Graf Falkos, Graf Zarkos. Was machen wir mit dir? Boah, auch ordentlich ausgerüstet. Punkte hat er eh keine. Alles gut. Halt. Posten. Auch keine Punkte, aber die Ausrüstung passt. Sinestra. Jede Menge Punkte vorhanden. Wollen wir die einsetzen? Bonus auf Heilen und Willenskraft. Finde ich für Sinestra nicht schlecht. Vor allen Dingen zwei Willenspunkte. Die kosten uns hier eh schon 19. 9 und wahrscheinlich das zweite Mal 10. Und hier kriegen wir für 25 auch noch die 30% Heilung obendrauf. Machen wir. Und die restlichen setzen wir hier einmal noch auf Geschwindigkeit. Johannes. Nee. Geschwindigkeit und einmal Willenskraft. Gut. Das war's. In der Konstellation. Oh. Nur ein Scharfschütze, ne? Achso, es sind keine Uralten. Es sind keine Uralten, es sind Pandoraner. Passt. Wir gehen rein. Gehen wir's an. Suchen wir es erstmal. Mit Simon. Und da haben wir schon den ersten. Hier hinten. Okay. Scheißposition. Noch einer. Hier drüben. Okay. Ist ein Scharfschütze hier? Nee. Johannes hat Sicht auf ihn. Ja, kann man nicht wirklich sagen, Sicht auf ihn. Wir ziehen uns, denke ich mal, in eine Richtung zuerst weg. Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sauknapp. Weiß ich nicht, ob wir dann da den Kriegsschrei noch hinterher bekommen. Gut, keine weiteren Sichtungen. Haben Sie Anleihen? Ich denke, wir nehmen noch einen Sprint. Okay, da hinten. Wilderer. Wir gehen da unten rein in die Deckung. So, also hier passt da nicht der Kriegsschrei. Thorsten, der passt auch nicht. Ah, Sandrina. Ich habe natürlich den Wutrausch hier wieder. Den Wutrausch wieder vergessen. Das ist ja fast schon wie die Salzkelle hier. Bei War Tales.
Oh, pass mal auf. Pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Kriegen wir den Ansturm? Nein. Ah. Geh wieder runter. Ha, jetzt sind sie alle drei alarmiert. Ja, okay, war nicht der beste Weg. War definitiv nicht der beste Weg. Hoffen wir, dass das gut ausgeht in der nächsten Runde. Das war ein bisschen aggressiv. Ein kleines bisschen. Okay. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Zug beenden. Okay, einmal Lähmungsschaden. Oh, oh, ein Chiron Smaragdus. Ich glaube, den haben wir zum ersten Mal. Oh, lo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 l. Kopf deaktiviert, das ist unschön. Wir haben wenigstens zurückgeschossen. Ist das jetzt noch ein weiterer oder war der hier oben? Steht auf jeden Fall so, dass wir ihn selbst killen können. Ich hoffe, der hat nicht die Fähigkeit zurückschießen. Wenn er die nicht hat, kriegen wir ihn. Verderber Prime. Diese Musik hier bei den Städten der Uralten, die ist ja schon irgendwie cool. Das hört sich so ein bisschen, wie heißt es? Maultrommel oder so? So hört sich das an. Oh Gott, das sind ganz schön viele. Schauen wir mal als allererstes, ob er zurückschießen hat. Hat er nicht. Okay. Simon gibt ihm den Rest. Okay. Dann Ibis. Das ist leicht verwirrend. Hallo? Schießen ihm hier von unten in die Alien-Klöten. Verzeihung. Aber das musste sein. Tja, probieren wir es so. Da ist er. Ist direkt auch wieder sichtbar geworden. 20 Bluten, 9 Trefferpunkte. Du bist weg. Haben wir hier oben 2.
Falkos, wen kannst du? Dieses Smaragd-Ding ist noch gar nicht aktiv. Das heißt, wir werden hier mal... Ich probiere es mal mit schnelles Ziehen. Oder wie machen wir es? Irgendwie den hier irgendwie. Ich finde es hier immer leicht problematisch, dass man das nicht so ganz einschätzen kann, wo sein Overwatch ist. Ich würde mal behaupten, wenn wir hier hochlaufen, lösen wir den Overwatch nicht aus. Nee. Gut. Und dann schießen wir ihm. Ja, warte mal, der kann ja wieder. Der kann die Waffe reparieren. Der kann den Arm reparieren durch Regeneration. Die Waffe wäre weg. Aber er hat ja dann noch immer noch den zweiten, diesen Dingsarm. Wie viele Aktionspunkte kostet der Einsatz dieses Teils? 2. Okay. Wir springen hier hoch. Wir machen den Kriegsschrei. Und dann schießen wir ihm die Waffe kaputt. Dann kann er den Arm nicht einsetzen. Der braucht 2. Um den müssen wir uns jetzt halt noch irgendwie kümmern. Falkos. Ah, dann machen wir was anderes. Mit Falkos gehen wir hier hin. Ein bisschen... Naja, wie soll ich sagen? Unorthodox spielen wir das, glaube ich, gerade, aber es ist ja auch mal interessant, oder? Ich will ihm hier jetzt den Waffenarm nehmen. Okay. Also, kann er nicht... Gut, spucken kann er. Das geht noch. Er kriegt seinen Arm nicht eingesetzt, weil er sich erst bewegen müsste, um ihn einzusetzen. Und er hat ja nur 2 Aktionspunkte. Von daher ist das schon mal ganz gut. Sandrina, was machen wir mit dir? Gehen wir auf den. Rund 60 Schaden und jede Menge Säure. Und dann haben wir noch einen, den Johannes. Den Johannes. I'm repositioning. Okay. Zug beenden. Er stirbt. Der bewegt sich, kann dann nichts mehr machen. Der andere kann jetzt, wird wahrscheinlich spucken. Der kommt näher, schießt einmal. Oh, 76 Schaden ist ordentlich. Da hinten. Oh, schau an. Mindfragger sind auch am Start. Und jetzt kommen Würmer. Oh, nein. Shit. Das war... Ja, er spuckt 70.
Und mit dem Reaktionsschuss kriegt er den Spuckerkopf kaputt geschossen. Das nenne ich mal eine Reaktion. Die ist gut, aber... Oh. Das ist jetzt zum ersten Mal eine Artillerieeinheit, die keine Würmer verschießt, sondern direkt irgendwie Schaden raushaut. Was ist das denn? Lebendkristall? Nee, das ist was anderes. Verschießt 3 explosive Projektile. Okay. Ja doch, Lebendkristallüberladung. Alright. Yes, it's my turn. Sinestra, die Vergiftung, die muss definitiv weg, sonst haben wir hier ein Problem. Balkons, was bist du hier für einer? Okay. Schere, Spuckerkopf. Also selbe Problematik, aber wir können die... Wir gehen mal hier hin, machen Schnellfeuer, gucken, ob wir die Schere treffen. Ready to fire. Ja. So, damit ist die Schere weg. Den Spuckerkopf hat er aber noch, aber er hat nur noch 88. Das heißt, dann müssten wir doch eigentlich jetzt mit dem Ding hier, ja, erledigen. Okay, dann wird sie... Was haben wir mal mit Thorsten hier oben? Wen kannst du treffen? Hier. Dann gehen wir hier drauf. Lusten. Lasermatrix. Wir deaktivieren ihm den Kopf. Okay. Diese Kristallüberladung, die steigt, ja? Jeder Stapel fügt dem nächsten Angriff der Kreatur 5% mehr Schaden hinzu. Und er hat 9. So, hier haben wir zurückfeuern, aber... I can make a difference. Der darf doch eigentlich gar nicht mal zurückfeuern, oder? Wie viel HP hat er denn? 112. Scheiße, er schießt zurück. Verdammt. Oh Gott, jetzt kriegt er einen epileptischen Anfall. Er schießt nochmal und jetzt ist aber... Na, wo ist der garantierte Totenkopf? Na? Gut. Sandrina.
Ja, was ist denn jetzt noch offen? Wir haben hier hinten einen. Ja, auf die Distanz. Nicht ganz so gefährlich. Was ist mit dir? Du musst eigentlich auch rankommen. Ah, den hier haben wir noch. Mit seinem... Der hat ganz schön regeneriert, aber hat immer noch den Arm, ne? Keine Waffe, aber den Arm. Let's just get this over with. Wir sind auf die Distanz. Have to focus. So, dann von hier unten kommen wir mal hoch und machen hier... Oh, da kommt er gar nicht hoch. Ah, ich hatte gehofft, der kommt hier hoch. Jetzt können wir immer noch keine Heilung machen in der Runde. Okay, das ist doof. Das ist doof. So, ihr bist... Du gehst hierhin und machst den Kriegsschrei, dann kann er in der nächsten Runde wieder nichts tun. So, um den müssen wir uns um den überhaupt noch kümmern. Nee, der Spuckerkopf ist kaputt. Der kann ja gar nichts mehr tun. Das heißt, wir werden mit ihr einmal hier drauf feuern. Oh, diese Überladung wird natürlich immer heftiger. Und einmal Medikit benutzen. Und jetzt haben wir noch Sinestra. Nee, Sandrina. Na. Feuer. Ja, da können wir nur hoffen, dass sich die Säure jetzt dann langsam aber sicher durchfrisst. 50 und hier Schaden macht. Ja, er wird auf jeden Fall jetzt noch einmal selbst Schaden austeilen. So, du, der versucht zu fliehen. Um den brauchen wir uns nicht kümmern. Mindfragger kommt noch nicht ran. So, 27. Überladung. Achtung, jetzt bin ich aber mal gespannt auf den. Mhm. Destiny zerstört. Der hat uns den Raketenwerfer kaputt gemacht. Das Ding ist fies. Also mit dieser, in Kombination mit dieser Überladung. Uiuiui, ist die jetzt weg, nachdem er Schaden gemacht hat, oder bleibt die drauf? Oh, wow, 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 wow. Schaden. Arm kaputt, wir haben keinen Techniker dabei. Osten. Es wird sportlich. Und die Überladung ist... Nee, ist zurückgesetzt. Die ist zurückgesetzt. Okay, ich würde sagen, den nächsten Zug machen wir noch. Ready for action. Attack successfully. Gut. Dich haben wir. Ja, die Frage ist, kriege ich ihn getötet? In der Runde. Wenn ich ihn nicht töte, schenke ich ihm ja wieder nur diese Überladung.
Thorsten, 20 Blutungen. Der muss jetzt hier noch eine Runde oder so aushalten. Bis er verarztet wird. Denn er macht jetzt hier den Kriegsschrei. Irbis. Blutsaugerarm. Den nehmen wir ihm. Wobei. Den repariert er ja auch wieder, ne? Das reicht nicht, was wir jetzt gemacht haben. Das reicht nicht, was wir jetzt gemacht haben. What are we doing? Moving. Let's just get this over with. Enemy still active. Wisst ihr was? Wir müssen hier noch eine Runde diese Blutung überstehen. Hilft nix. Denn Simon muss auch schießen. On the mark. Nein! Und das reicht immer noch nicht. Doch. Vergiftet. Vergiftet 50. Bluten 10, macht 60, reicht. Puh. Knappe Kiste. So, pass auf. Kriegen wir den gekillt? Ich denke ja. Channel open. No choice but to keep going. Finger on the trigger. Zu wenig. Zu wenig. Das war nix gerade. Shit. Das war wieder zu wenig. Scheiße. 139. Bluten 20. Die Säure geht durch, die Säure geht durch, sind 60, sind 70, das reicht nicht. Das reicht nicht. Falkos. Das reicht. Bam, badam, bam, bam. Schnelles Zielen. Wir kriegen's. Wir haben's. Ich denke, wir haben's. Er hat jetzt zurückfeuern, aber ich versuche ihm das virale Maschinengewehr zu nehmen. Warten mal kurz, bis er sich ein bisschen besser zeigt vielleicht. Ah, komm. Komm, komm, komm. Dreh dich kurz. So. Weg ist es. Spucken kann er immer noch, Granaten werfen könnte er auch, aber Todesmarkierung. Nein. Todesmarkierung, das wollte ich, na, okay, jetzt habe ich Todesmarkierung verwechselt mit schnellem Aufräumen, ja, egal. Machen wir den hier. Dann ist der weg. Kann keinen Schaden mehr machen. Wir gehen um die Ecke. Und tja, jetzt haben wir hier halt noch ein kleines Problem. Aber gegen... Nee. Das haben wir ja geklärt gehabt. Gut, Zug beenden. Der Mindfragger wird ein Thema. Aber wir sind ja hier zu zweit an der Stelle, von daher wird Sandrina jetzt gleich verarztet. Dem sein Zug ist vorbei. Dem sein Zug ebenso. Dann haben wir es. Johannes.
Einmal ran. Einmal hämmern. Ist er weg? ist er weg? Bei Sandrinas Kopf sieht man es so schlecht. Nee, er ist weg. Gut. Ja. Er ist weg. Sicher ist sicher. So, Simon. Ready. Einmal Grossmeiern heilen. Dann Sprint. Noch ein Sprint. Ja, hier drauf. Guess it's my turn. Halt. Ja, geht. Gehen wir hier hin. Gehen wir hier hin und heilen. Ein Irbis. Kann er von hier hinten irgendwie was treffen? Ja, nee, ist viel zu riskant. Aber wir machen mal so ein Overwatch. What's our plan? Und den Kriegsschrei können wir ja trotzdem noch machen. Let's show them what we can do. Ein Sprint. Ah, für den zweiten haben wir leider nicht genug. Nicht genug Willenskraft. Standing by. Gut, Zug beenden. Einmal Schild. Zweimal, okay. Gut, dann bringen wir es zu Ende. Einmal. Und ich denke, den Rest darf dann Falkos machen. Schnelles Zielen. Targeting. Spuckerkopf. Here. Ah, immer keinen Schuss. Okay, dann machen wir einen Overwatch. Haben wir alle geheilt, die wir heilen können. Ja, Zug beenden. Oh, jetzt wirft er, schießt er auch noch eine Granate. Ich habe mich gewundert, warum er das die ganze Zeit nicht gemacht hat. Wow. Zum Ende nochmal zwei Granaten raus. Okay, dann Grossmeiern, dann bring du es zu Ende. Puh, okay. Ich hatte es zwischenzeitlich schon gesagt. Etwas unorthodox gespielt, aber muss auch mal sein. Da wären einige Treffer, die wir kassiert haben, zu verhindern gewesen. Aber nun denn. Schreiben wir es der Erfahrung hier dieser Truppe zu, dass das Ganze so ablief. Auf jeden Fall ist da jetzt die ein oder andere Verwundung, um die wir uns kümmern müssen. Wir haben einen Stufenaufstieg für Johannes, Stufe 4 erreicht. Bei Sinestra sieht es ganz gut aus. Bei Sandrina gehen wir auch in Richtung Max-Level. Wunderbar, passt. So, und damit gehört dieser Ort wieder uns. Und wir verdienen dort wieder unsere Ressourcen. Der Helios wird dort jetzt dafür sorgen, dass das schneller abgeerntet wird. Und der Tiamat fliegt hier zur Basis, denn hier haben wir, was haben wir hier? Ne, hier haben wir keine Krankenstation. Haben wir hier oben eine Krankenstation?
Hier haben wir eine, aber die ist kaputt. Immer diese Materialien. Ja, aber wir müssen die irgendwo parken, wo eine Krankenstation ist. Warte mal, hier oben haben wir auch noch was. Hier ist eine. Okay, fliegen wir darüber. Passt. Und den Stufenaufstieg, um den kümmern wir uns dann morgen. Ich sag danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut da rein. Tschö, tschö.